Hallo, liebe Freunde von Spirit TV oder liebe Interessierte, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Holger Berges. Viele kennen mich vielleicht schon von einigen Vorträgen hier. Ich bin Allgemeinmediziner in einer Praxis, in eigener Praxis in der Innenstadt von Hamburg. Und ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit verschiedensten alternativen Heilverfahren. Ich arbeite eigentlich in der Praxis zu über 90%, fast nur noch alternativmedizinisch. Habe über all die Jahre viele, viele, viele Ausbildungen oder auch Wochenendkurse genossen. Es kommen mit Sicherheit mehr als 100 zusammen. Und habe daraus vor allem mit Hilfe der Kinesiologie und auch mit Hilfe von, auch durchaus auch neben klassischen naturkundlichen Verfahren auch energetischen und spirituellen Techniken einfach ein System entwickelt, das außer mir, glaube ich, jetzt keiner anwendet. Das ist aber auch erstmal nichts, soll nichts Besonderes sein. Jeder, der kinesiologisch arbeitet, also der quasi die Möglichkeit hat, den Körper wie so ein Biocomputer zu befragen, entwickelt nachher irgendwie auch seine eigenen Techniken, weil er einfach vieles mit einbringt und daraus sein eigenes System entwickelt. Ich glaube mal, behaupte eigentlich immer, dass das Schöne eben in dieser kinesiologischen Testung ist, dass man quasi den Körper nicht mehr oder den Menschen mit seinem Problem insgesamt nicht mehr auf sein Symptom reduziert, sondern dass man eben versucht, ihn wieder in seine Selbstheilungskräfte zu leiten, zu bringen. Es hat fast schon ein bisschen programmatische Züge, also man kann quasi wie so ein Programmierer in der Ebene von Körper, Geist, Seele, Energetik, Struktur, kann man den Körper quasi befragen, was ihn stresst und gleichzeitig dann eben auch probieren, Heiltechniken, Heilpflanzen, Substanzen, Gedanken, Emotionen, Energietechniken, vieles quasi daraufhin anzuwenden, um diesen Stress aufzuheben. Das ist quasi eine Möglichkeit, in einer Art Try-and-Error-Verfahren in teilweise Sekundenschnelle dem Körper sehr viel an heilenden Impulsen zu geben. Da mich viele Patienten immer wieder fragen, wie geht denn das, wie läuft das ab oder was machst du da eigentlich, habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ich halte mal einen kurzen Vortrag, dass man mal so ein Gefühl oder ein Gespür dafür bekommt, was passiert da eigentlich. Zum Thema Kinesiologie verweise ich auf einen eigenen Vortrag. Kinesiologie werde ich jetzt nicht erklären, aber es ist wie gesagt, es gibt neben der Kinesiologie auch andere bioenergetische Testverfahren. Es ist ein anderer Ansatz als im Rahmen der Schulmedizin, wo man sozusagen versucht, rein linkshirnig mit also einem kleinen System, bringen wir das Beispiel, wir können mit unserem logischen Denken, wir können so 6-7 Wörter pro Sekunde maximal verarbeiten. Und das ist ein kleines System. Wir versuchen rein monokausal, also das heißt mit einer Ursache, einer Folge, den Menschen zu therapieren. So werden auch Medikamente getestet im Doppelblindverfahren. Das heißt, weder Arzt noch Patient wissen, was da eigentlich gegeben wird, aber es wird eine Substanz gegeben und die soll dann die Heilung vollziehen. Das halten wir aus der Sicht der Steuerungsprozesse des Menschen, also der Kybernetik des Menschen, eigentlich für ein bisschen albern oder eigentlich für absolut unzureichend, um es mal so zu sagen. Wir sind ein Wesen, das zwar aus einer Zelle entstanden ist, das aber letztendlich aus ungefähr ca. 100 Billionen Zellen besteht, die alle miteinander kommunizieren, die sind alle quasi up und down kompatibel, weil sie einfach miteinander kommunizieren. Und so werden auch in jeder Zelle nach unserer Auffassung eben auch Emotionen und sonstige Informationsprozesse zeitgleich, wie in einem Hologramm, zeitgleich quasi überall hin transportiert. Und so macht es natürlich Sinn, da ein bisschen anders ranzugehen. Und der große Quantensprung ist jetzt eben halt doch der, dass jetzt nicht mal ein Arzt probiert rauszufinden, na, was für eine Erkrankung könnte er denn haben, um dann zu gucken, in welche Schublade passt er denn, mein Patient, um dann zu sagen, okay, dann muss ich das und das geben. Das ist jetzt nicht ganz sinnlos. Für viele Krankheiten ist es ja, oder gerade für die akuten Krankheiten ist es ja auch durchaus sinnvoll, wenn jemand einen Asthmaanfall hat, ein Asthmamittel zu geben, dann wirkt das System. Das System versagt aber halt häufig bei vielen, vielen chronischen Erkrankungen, wo man mit einer dauerhaften Gabe von Antibiotika, Schmerzmittel, Cortison, Insulin etc. eigentlich keine dauerhafte Lösung bringt, weil eine Symptomunterdrückung keine Heilung erzeugt. Ich kenne das klassische Bild beim Auto, wenn da die Alarmanlage oder das Alarmsignal, die Alarmlampe blinkt, dann macht es auch keinen Sinn, die dauerhaft zu unterdrücken, also wegzugucken oder rauszuschrauben. Es macht Sinn, quasi nach der Ursache zu schauen. Und aus unserer Sicht sind viele Erkrankungen biologisch, also aus einer Logik des Lebens. Der Körper versucht quasi auf Störungen zu reagieren, er versucht sich anzupassen, er versucht also
aus vielen Prozessen quasi wiederum das Beste zu machen. Ein anderes zentraler Begriff ist der Begriff des Gleichgewichtszustandes. Der Körper agiert quasi in all diesen, jemand hat ausgerechnet, 10 hoch 24 oder 10 hoch 26 Prozesse pro Sekunde, also unendlich viele Prozesse oder fast unendlich viele Prozesse. Da hält er quasi seinen Gleichgewichtszustand und in diesem Gleichgewichtszustand versucht er damit, seine Gesundheit zu halten. Ziel ist es jetzt quasi, biologisch zu denken, das heißt die Ursachen im Körper zu erkennen, also warum er krank geworden ist oder auch an der Seele, vor allem natürlich, oder auch an der Energetik, diese aufzuheben und dadurch den Körper zu sehen, dass er wieder mehr Energie bekommt, dass er aus dem Stress-Alarm-Zustand, der häufig seine Heilreaktion verhindert, wieder rauskommt, um ihn dann in seine Selbstheilungskräfte zu bringen. Das so ein bisschen vorab, das ist jetzt auch nichts originär Neues, das ist eigentlich der Ansatz vieler naturheilkundlicher Heilverfahren. Ich glaube, das Besondere hier bei mir ist jetzt, dass ich eben um die, ja, wie gesagt, mehr als 100 Heilverfahren zu einem großen Potpourri zusammengebastelt habe und einfach den Körper frage, welche dieser Methoden passt jetzt gerade am besten. Ist ja so, dass natürlich gibt es exzellente Homöopathen, exzellente Akupunkteure, exzellente Osteopathen. Nur das Problem ist häufig, wenn die Ursache der Erkrankung nicht in diesem Bereich liegt, dann wird auch ein Osteopath sich mühen oder auch ein Akupunkteur sich mühen, die Krankheit zu beheben. Es gilt auch hier der alte Satz, der gilt für die Schulmedizin, allerdings aber auch für die Alternativmedizin genauso. Wenn man einziges Werkzeug ein Hammer ist, muss jedes Problem ein Nagel sein. Soll einfach heißen, eine große Varianz, also eine große Möglichkeit an Therapiemöglichkeiten ermöglicht es einem doch eher, dem Patienten in seiner Heilung und in seinen Selbstheilungsprozessen gerecht zu werden. So, wenn jemand zu mir kommt, frage ich natürlich erstmal, klar, ich bin Schulmediziner, muss ich erstmal wissen, was ist quasi an Diagnosen gelaufen. Das schaue ich mir schon an. Bei einigen Sachen allerdings ist es, wenn das sozusagen für mich in Anführungszeichen das Übliche gelaufen ist und keiner kann das finden, die Patienten leiden aber an Allergien, Erschöpfung, Asthma, chronischen Schmerzen, chronischen Entzündungen, Darmproblemen und so weiter. Also man hat überall nichts gefunden, man hat Rheuma ausgeschlossen, man hat Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen, man hat, wie gesagt, Entzündungen ausgeschlossen. Wenn dann also die Patienten quasi so an der Stufe sind, abgestempelt zu werden als psychosomatische Patienten, damit müssen sie leben, dann lege ich eigentlich auch schon los. Ich behaupte mal, so ungefähr circa 60-70% der chronisch Erkrankten, die von der Schulmedizin häufig in Anführungszeichen dann aufgegeben worden sind oder aufgegeben in dem Sinne, dass man ihnen Medikamente dauerhaft geben will oder Psychopharmaka oder sie dann von einem Psychotherapeuten zum nächsten schickt. Da behaupte ich mal 60-70% der Patienten wieder, dass sie wieder gesund werden. Auch relativ überschaubarer Zeit, vielleicht 5 Behandlungen, 10 Behandlungen, je nach Schwere der Erkrankung, kann natürlich manchmal auch länger dauern, indem man einfach tatsächlich wieder die Patienten glücklich macht, wieder sieht, dass sie Energie bekommen, indem sie entgiften und indem man sie wieder in ihre Selbstheilungsprozesse bringt. Wie das bei 30%, ja, also es gibt natürlich Patienten, wenn, ich sag's mal so, der Punkt, dieser Point of No Return, also wenn es da einen Moment gibt, der überschritten wurde, das heißt zum Beispiel, wenn natürlich also einfach ein Krebspatient im Endstadium mit ganz vielen Metastasen kommt, wenn eine neurologische Erkrankung schon das Nervensystem zerstört hat, wenn es natürlich angeborene frühkindliche Schädigungen gibt, wenn es genetische Schäden gibt, dann ist tatsächlich das, was wir die Hardware, also sprich den Körper nennen, wenn der einfach zerstört ist, dann wird es auch schwierig. Dann kann man zwar viel Gutes tun, dass sich die Stimmung bessert, dass vielleicht der Schmerz verschwindet, dass die Patienten heiterer werden, dass sie sich auf das konzentrieren, was sie tun können, aber dann ist die richtige, originäre Heilung natürlich einfach auch logischerweise für diese Heiltechniken durchaus etwas schwierig. So, aber ich möchte jetzt einfach mal auf den Punkt kommen, wie arbeite ich denn? Also, ich lasse mir natürlich die Probleme des Patienten schildern und fange auch gerne mit seinen Wünschen an, weil seine Wünsche sind eigentlich immer der direkteste Weg oder der direkteste Einstieg sozusagen zu seinen Problemen. Und wenn ich ihm da entgegenkomme, also wenn ich nicht erst mühsam, wie es auch in dem Bereich der Alternativmedizin es häufig gibt, hunderte von Wert nochmal bestimme, nochmal alternativ, nochmal alles Mögliche durchteste, dann ermüde ich ihn auch. Und es kostet ja auch richtig viel Geld. Also ich möchte natürlich das auch sehr günstig für den, auch sehr zielgelenkt, bewusst
für den Patienten machen, dass er quasi in seinen Beschwerden auch relativ schnell nach vorwärts kommt. Und damit, die Beschwerden sind eben, wie gesagt, auch so der Einstieg in das System. Als erstes mit der kinesiologischen Testung zeige ich ihm erstmal, wie der Test funktioniert. Etabliere häufig, dass wenn der Muskel stark ist, dass wir dann quasi als Antwort ein Ja bekommen, wenn er schwach wird, ein Nein. Gucke, ob der Patient im Stress ist, was sehr häufig der Fall ist. Dann kann ich ihm zeigen quasi, oder teste erstmal aus, wie viel Energie er quasi hat über diese Ja-Nein-Fragestellung. Also wie viel Energie hat er seelisch, wie viel Energie hat er körperlich, wie viel Energie hat er körperlich und wie viel Energie hat er vom Wohlempfinden. Das sind so vier unterschiedliche, das hat sich bei mir so ein bisschen über die Erfahrung rauskristallisiert, vier unterschiedliche Betrachtungen. Ich habe das deswegen mal angefangen, weil es auch Patienten gibt, die, ich sag mal, dann vielleicht einmal im Monat kommen, chronische, zum Beispiel eine 80-jährige Dame mit chronischen Schmerzen, und dann habe ich sie mit Schmerzen ja behandelt und dann war der Schmerz vielleicht 3 Tage besser. Und dann, anstatt dann quasi relativ zeitnah wiederzukommen, kam sie halt erst nach dann noch 3,5 Wochen. Und natürlich ist in ihrer Wahrnehmung von 30 Tagen, 27 Tage Schmerz gehabt zu haben, hat sie dann einfach nichts gebessert. Und da muss ich manchmal mühsam nachfragen, wir machen noch eine Entgiftung oder wir sanieren den Darm oder tun vieles, vieles andere. Und dann erst auf Nachfrage kam dann raus, okay, die hormonelle Situation hat sich verbessert, der Schlaf ist besser, sie hat mehr Energie, sie ist fröhlicher. Aber das eine Hauptleitsymptom, der Schmerz, war noch da. Und da hatte sie natürlich dann das Gefühl, es hat sich nichts gebessert, während ich immer so jetzt quasi anhand dieses Energiemusters immer sehen kann, aha, guck mal, ist er vielleicht doch, hat er ein bisschen mehr seelische Energie oder fühlt er sich auch ein bisschen wohler oder hat er insgesamt in seiner Grundenergie, also in seinem Antrieb, in seiner Vitalität, hat er doch ein bisschen mehr Energie. Und das passt eigentlich immer ganz gut, weil die Patienten dann sehen, ach stimmt, ja doch, eigentlich in diesem Bereich fühlt es sich ein bisschen besser an. Auch wenn sich vielleicht das Hauptsymptom noch nicht nach einer, zwei Behandlungen massiv verändert oder hat. Oder ist eher sogar, es war besser beim Rausgehen, aber es kam dann wieder. Was einfach immer heißt, das Unterbewusste arbeitet da noch dran. Wir schlafen drüber. Schlaf ist wie auch so beim Computer quasi wie so ein Re-Update-System oder so ein Reboot-System. Man fährt den Rechner mal runter, fährt ihn wieder hoch. Und viele Aspekte zeigen sich dann einfach nochmal, weil natürlich mit der Krankheit oder mit dem Schmerz oder dem Symptom viele, viele Jahre an Prozessen, an Ursachen noch mit verbunden sind und an Prozessen, an Versuchen des Körpers, das wieder selber zu heilen. Zweiter Aspekt, ich schaue dann auch immer quasi, sind die Patienten dehydriert, also fehlt ihnen Wasser. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gibt es auch noch sowas wie eine psychologische Umkehr, also das sind sozusagen innere Sabotageprogramme, die dazu führen, dass der Patient, wenn man ihn bewusst fragt, ob er seine Krankheit braucht, wird das zwar nein, aber wenn man ihn unterbewusst über die Kinesiologie fragt, ob er die Krankheit braucht, dann kann es durchaus so sein, dass das Unterbewusste sagt, ja, ich brauche die Krankheit, ich will gesund werden, nein. Dann muss man da vielleicht an der Stelle auch erstmal loslegen. Das ist witzigerweise ein Prozess, der bei vielen Krebspatienten durchaus eintritt, dass wenn man da das Unterbewusste fragt, ob der Patient seinen Krebs braucht, Patienten aus allen Wolken fallen, weil das Unterbewusste sagt, ja, ich brauche meinen Krebs. Also das heißt, Krebs, ich will jetzt hier nicht allzu weit eingehen, es gibt demnächst nochmal extra Beiträge, Krebs kann durchaus manchmal auch sowas wie ein Warnsignal des Körpers sein, wenn du so weitermachst, wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts, dann fährst du quasi dein System gegen die Wand. Und das hat natürlich häufig dann mit tiefen psychischen Traumen zu tun. So, wenn ich dann eben halt gesehen habe, ob der Patient entweder erschöpft ist oder gestresst ist, möchte ich ihn erstmal quasi wieder in den Zustand bringen, wo er quasi entstresst ist, wo er nicht erschöpft ist, wo ich über einen Muskeltest quasi einen starken Arm habe, also wo er quasi mir eine Antwort geben kann, und wenn ich diesen Muskel dann schwäche oder abschalte, wo er auch wieder abschalten kann. Ich nenne es die Balance aus dem Yin und Yang. Yang ist quasi die Energie, männliche Energie, unsere Aktivitätsenergie, die mit dem Sympathikus oder auch dem Stress verbunden ist. Yin ist eben eigentlich die häufig für die Heilung wichtigere Energie, die weibliche Energie, wenn wir nachts schlafen, wenn der Körper quasi zur Ruhe kommt, der Parasympathikus arbeitet, wir verdauen, wir nachts träumen, wir den Körper quasi in Ruhe lassen, wenn also unsere Hirnwellenaktivitäten nachher fast auf 4, 5, 6, 7 Hertz runtergehen, das ist so die Frequenz, das entspricht der Frequenz der erdmagnetischen Felder oder erdmagnetischen Schwingungen, die größte Heilungsprozesse eigentlich im Körper vorantreiben. Wir wissen also, immer sobald das Stresssystem aktiviert wird, werden diese Heilprozesse geblockt, und deswegen ist natürlich auch eine Entstressung im Sinne unserer Gesundheit ein enorm wichtiges Feld. Für mich macht es Sinn, wenn der Körper entstresst ist, kriege ich natürlich auch entstresste Informationen. Also dann kann ich viel sauberer, viel klarer mit dem Patienten arbeiten.